So, da sind wir wieder bei Metroid Dread. Und haben es auch direkt verkackt am Anfang. Aber... ich gebe keinen Kommentar dazu ab. Der Kommentar am Anfang dieser Folge bleibt verschwiegen. Please leave me. Leave me all alone. Jetzt gehen wir nämlich wieder zurück. Ich glaube nämlich, ich habe was falsch gemacht. Go, go, go. So, und ich glaube, wir sollten jetzt... ja! Gerade so den Doppelsprung da schaffen. Das hat... aua! Nein! Ja. So, und... okay, nächste Emissione. Ich wüsste doch, ich würde es bereuen. Okay, wir haben... scheiße. Aber wir sind in blauen Emmy. Ja, wir sind in blauen Emmy so gut wie los. Ja, damit. Und ich hoffe, er gibt mir, keine Ahnung, Gravity Field. Aber weißt du, ich gehe da oben hin und denke, ja, das könnte sie gut sein. Dö, nö, fällst direkt in die Reihe.
Wieso braucht ihr so lange, bis er drauf geht? Komm schon. Gut, das kann ich direkt wieder vergessen, den Try. Der hat gute Chancen. Der braucht... Kommt das mir nur so vor? Oder braucht er 60 Jahre? Bis der mal loslegt, bis der mal ansatzweise kaputt ist. Okay, das ist auf jeden Fall der richtige Spot. Ich hab's gerade nur leicht verkackt. Scheiße. Wusste nicht, ob man das noch dodgen kann. Das ist jetzt das allererste Mal im Leben gelungen. Komm her. Komm her, das ist jetzt dein Ende. Scheiße. Fuck! Da wollte ich zu viel. Mehr. Aber der Geschwindigkeitsunterschied zwischen ihm und dem Gelben ist auch sehr interessant. Na komm. In genau der Sekunde. Na komm, was gibt's denn mir? Gimme, gimme, gimme. Da krieg ich auch von ihm den wahrscheinlich den Frost dann zu. Ice Missile, oh, okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, ich kann viele eingehen, mein nett und so. Brauche ich das? Oh, ja, ich brauche es. Ich weiß auch direkt wofür, spontan gesehen. So, komm mal her. Ja, ich war... I was right. Aua.
So, und die Frage, die ich mir jetzt stelle. Ja, es funktioniert. Ach, leck mich doch. Aber das alles ist jetzt das kleinste Problem. Wenn ich doch die Zielsicherheit eines Scharfschützen hätte, dann wäre das alles kein Problem. Container, nice. So, aber dann gehen wir mal wieder nach oben, würde ich sagen. Nutzen wir auch direkt hier mal. Wir kriegen direkt einen ganzen Container, auch gut. So. Okay. Das habe ich jetzt nicht da angebracht, wo ich dachte. Okay, das sieht mir nach neuem Suit aus. Give me. Oder auch nicht. Das Pulsrad da. Okay. An der Ehren, die es damals ermöglicht, ihre Umgebung mit Hilfe eines Spiels. Ah. I understand. Verstehe, verstehe. Okay, interessant. Es gibt also mehrere Möglichkeiten herzukommen. Das war traurig, aber was soll's, kann man nicht dran ändern. So, jo, alles klar, ich weiß, wo wir hin sollen. Los, schneller Samus. Wir gehen heute doch ins neue Gebiet oder in ein Gebiet. Wer weiß, ob es neu ist. Yep, es ist nicht neu. Wir gehen wieder nach Ferenia.
hab ehrlich gesagt Hunger, ich hab den ganzen Tag noch nicht gegessen. Sollte ich um 21:49 vielleicht mal tun? Ah, braucht man nicht. So. Oh. Noch mehr Soßen? Na komm. So, zwei neue Dinge für mich. Das kam ehrlich gesagt gerade mir nicht unerwartet. So, die können wir jetzt auch nicht wirklich viel anhaben. Hallo Adam. Daten werden hochgeladen. Diese Zone, Syrenia, scheint eine Zufluchtsstätte gewesen zu sein. Die Mokin hielten hier Zeremonien ab und vollzogen Rituale. Jetzt liegt alles in Trümmern. Das habe ich gesehen. Vermutlich wurde sie im Chaos nach der Ankunft der X zerstört. Das würde sich mit den Erzählungen von Quiet Hope decken. Die X haben die Zone in ein Nest verwandelt. Zudem konnte ich die Anwesenheit eines ungewöhnlich starken X feststellen. Vergiss nicht, dass die Emmy in dieser Zone durch Gelände hindurchschauen und Gegner mit einem elektrischen Schuss betäuben können. Okay. Meine Sensoren zeigen an, dass dieser Emmy reaktiviert wurde. Wir können davon ausgehen, dass Heldenlieb auch dahinter steckt. Nutze deinen Phantom um Anweise, dann solltest du nichts zu befürchten haben. Sei vorsichtig, Samus. Ich gebe mein Bestes, wie gesagt. Kann ja nur schlimmer werden. So, du kommst mit mir. Okay, den kennen wir, den Ort. An den Ort wollen wir noch nicht, weil wir einfach nicht die Mittel dafür haben. Das heißt, wir gehen dahin. Komm, geh drauf. Der ist auch falsch. Komm, belebt mich einfach wieder. Da ist es mir zu kalt, das sehe ich jetzt schon. So, und diesmal habe ich ausgekontert.
Schwein. Komm, 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 schneller. Okay. Ich glaube, an der Stelle lohnt es sich, den Part zu beenden, weil wir haben unsere Zeit schon erreicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Habt einen schönen Tag. Ciao.